hier, Leben Wrestling. Verlässt CM Punk AEW? CM Punk könnte AEW wohl bald verlassen, das vermeldet Wade Keller von PW Torch. Keller erklärte, dass er seinen Infos zufolge nicht mehr davon ausgeht, dass Punk noch einmal für AEW in den Ring steigen wird. Es sei zwar noch keine beschlossene Sache, jedoch deute aktuell alles darauf hin, dass Punk AEW verlassen wird. Keller vermerkte zudem, dass Punk in diesem Falle wohl aus einem noch laufenden Vertrag mit AEW herausgekauft wird. Wird Saraya bei AEW wrestlen? Saraya, früher bekannt als Paige, hat in dieser Woche ihr AEW-Debüt gefeiert. Dave Meltzer berichtet nun, dass Saraya aktuell noch keine ärztliche Freigabe für den Ring erhalten habe. Das soll auch daran zu erkennen gewesen sein, dass die 30-Jährige bei ihrem Debüt mit niemandem in Kontakt getreten ist. Weiter heißt es, dass Saraya sich jedoch um eine ärztliche Freigabe bemüht und vorerst abzuwarten bleibt, ob sie diese erhalten wird. Saraya leidet seit Jahren an den Folgen einer Nackenverletzung, die sie bisher von einer Rückkehr in den Ring abgehalten hat. Weitere AEW-Wrestler wollten zu WWE. Neben Malakai Black sollen weitere Wrestler bei AEW nach einer Entlassung gefragt haben. Laut eines Berichts von Dave Meltzer soll Triple H nach seinem Amtsantritt mehrere Wrestler von AEW bezüglich einer möglichen Rückkehr zu WWE kontaktiert haben. Wie bereits berichtet, war Malakai Black einer davon. Um wen es sich bei den anderen Wrestlern handelt, ist aktuell noch unklar. Wie viel verdient MJF? Das Gehalt von MJF soll sich nach seiner Rückkehr zu AEW deutlich erhöht haben. Laut dem Wrestling Observer verdient der 26-Jährige nun deutlich mehr als 1 Million US-Dollar pro Jahr. Allerdings soll MJF keine Vertragsverlängerung unterschrieben haben, wie er selbst bei einem Interview mit Ariel Helwani angegeben hat. Laut aktuellem Stand läuft sein Vertrag bei AEW am 1. Januar 2024 aus. NXT-Team for Main Roster Call-Up. Der Wrestling Observer vermeldet, dass JC Jane und Gigi Dolin von Toxic Attraction wohl vor dem Aufstieg in das WWE Main Roster stehen. Hinter den Kulissen soll es schon seit Wochen Gespräche darüber geben. Die beiden traten bereits im Zuge des Tag Team Championship Turniers zweimal bei SmackDown auf.